Hallo ihr Lieben, da ist er schon wieder, euer Uwe. Und wie ihr seht, so wunderbar im Hintergrund, so eine schöne kleine Kapelle. Denn ich bin am Wandern, ja. Und ich habe keinen Bock, irgendwo zu sitzen und nichts zu tun. Und in der Zeit, wo ich sonst nichts Wichtigeres habe, dann gehe ich halt eben spazieren. Und wie ich euch ja schon das letzte Mal in meinem letzten Video sagte, geht es jetzt heute so mal ein bisschen durch den Wald. Und hier um mein Heimatdorf Erbach ist natürlich Wald überall und das ist wunderschön. Und hier ist so eigentlich mein Startpunkt. Dahinter seht ihr hinter mir eine kleine Kapelle. Und von hier geht es dann los und ich erzähle euch so ein bisschen, was so passiert ist in der letzten Zeit. So, und schon geht's los, hier mein Spaziergang, gleich mitten durch den Bach. Wahnsinn, schon wird gekraxelt. Ich habe heute die anderen Schuhe an, denn klar, die letzten Tage bin ich schön gelaufen und habe mir natürlich gleich eine Blase eingefangen. Jetzt stehe ich mitten im Bach hier, guckt hier, juhu, mit drin, toll. Und jetzt geht's weiter, hier mitten durch den Busch. Jetzt müssen wir gucken, wo es lang geht, gell? Das wird lustig. Lustig! So, wie komme ich jetzt hier raus? Klasse. Ich stehe jetzt hier mitten im Geäst. So, mitten im Busch, mitten im Dreck. Und raus und durch den Schlamm. So, jawohl. Aber ist man ja gewohnt, den ganzen Krempel. So, jawohl. Hallo, da sind wir jetzt auf der Wanderschaft hier durch den Wald rings um Erbach. Ich habe da gerade so einen schönen Hügel da hinter mir erklommen, mein lieber Freund. Da war ich so ein bisschen außer Atem, das hört ihr noch. Aber nichtsdestotrotz. So, ich wurde gefragt, Erbach im Rheingau? Nein, ich rede von Erbach im Taunus. Das ist dann so bei Bad Camberg. Limburg an der Lahn, Autobahn A3, Frankfurt, Köln. Ja, noch interessant hier in der Ecke ist, da haben wir das Dörfchen Selters. Da kommt das Selterswasser her. Das ist also direkt neben uns, gehört zur Eingemeindung von Bad Camberg. Ja, da Selterswasser kennt ihr alle, habt ihr auch alle schon getrunken, denke ich mir. Ja, das ist so meine Heimat und da renne ich jetzt gerade durch den Wald, weil ich einfach keinen Bock habe, zu Hause zu hocken. Ja, ich habe einige Termine nächste Woche, aber jetzt hier so die Tage, wo ich nichts zu tun habe, da bleibe ich nirgendwo sitzen, da bewege ich mich dann schon hier so ein bisschen hin und her. Denn, erinnert euch, 3,5 Monate Hausarrest, das war mir genug. Die armen Leute drüben, ich habe ja Kontakt zu meinem Alex, die haben jetzt noch mal 45 Tage vor sich. Das heißt also, die müssen noch mal ran und müssen noch mal 45 Tage Hausarrest machen, ein bisschen abgeschärft. Denn bis 8 Uhr dürfen dann die Geschäfte aufhaben, die Unternehmen aufhaben.
also ein bisschen abgeschwächt, aber dann ab 20 Uhr, 21 Uhr müssen sie dann wieder zu Hause sein. Ich bin mal gespannt. Ja, so ist das. Also ich bin ehrlich gesagt bin froh, dass ich im Grunde genommen weg bin. Ich werde oft gefragt, warum hast du das gemacht? Ist doch toll, ist doch schön, ist doch wunderbar, die Karibik. Ja, Leute, das ist ja nicht nur eine Geschichte, die du entscheidest von jetzt auf die nächste Stunde. Das ist eine Prozedur, die hat bei uns ehrlich 3 Jahre gedauert. Denn damals fing es an mit der Air Berlin. Die ging kaputt. Dann ist ein Flieger weggefallen, der 7 Tage die Woche, 2-mal am Tag Gäste gebracht hat. Der war nicht mehr da. Dann kamen große Hurricanes, die uns ja auch immer Zeit kosten. Dann kam die Attacke auf die Amerikaner, wo die Amis gemeint haben, man bringt sie um in der Domrep. Da fiel der ganze Ami-Markt weg. Dann kam Thomas Cook mit der Pleite, wo dann auch Gäste ausfliegen mussten, Reservierungen storniert wurden und so weiter und so fort. Dann hatten wir die große Weitsicht mit Let's Dive Together. Wir hatten viele Pläne. Wir haben geplant, im April dann nochmal Ägypten zu tun, im Mai Bonaire. Das war auch alles gut gebucht. Auch mein Plan war gut gebucht, jetzt hier für Ubuscuba. Bis Ende des Jahres richtig tolle Buchung. Also wir waren alle happy. Und dann kam Corona und da war alles vorbei. So. Und dann haben wir 3,5 Monate gesessen und nichts ist passiert. Und es wird auch die nächste Zeit nichts passieren. Es fliegt die Edelweiß noch, es fliegt die Air France noch. Aber alles sehr eingeschränkt. Die Iberia, mal fliegt sie, mal nicht. Europa, weiß ich jetzt gar nicht, müsste man schauen. Aber ich habe es gesehen, heute die Edelweiß zum Beispiel kommt heute an und fliegt morgen erst weiter. Das heißt also, es wird Crew eingespart und die übernachtet dann hier und fliegt morgen dann wieder weiter. Also ist alles nicht so ganz so einfach. Und da seht ihr dran, dass diese Entscheidungen dann auch natürlich nicht von heute auf morgen gefällt werden können. Das ist dann so ein langer Prozess, bis sowas dann auch passiert ist. Ne? Und ja, jetzt gehe ich hier spazieren mit meinem Papa. Der ist natürlich schon vorgerast, ne? Da sitzt er. Ja, ja, aber wir beide haben einen riesen Rundweg heute gemacht. Und ja, jetzt geht es gemütlich wieder so geradeaus. Und hier habt ihr natürlich auch so mal so den Rundumblick, so die Lücken dazwischen. Die Wälder sind zum Teil auch kaputt, also muss man auch sehr ehrlich sagen. Und das ist natürlich schon richtig schön, ne? Ja, so. Und jetzt geht's dann hier einen schönen Weg dann wieder. Wir sind durchs Gebüsch gelaufen, über den Fluss gesprungen. Ja, richtig aktiv. Wie die jungen Hüpfer. Jetzt geht's dann gemütlich hier den Weg dann wieder zurück zum Auto. Und dann geht's dann nach Hause. Da gibt's noch einen Kaffee. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So. Ihr Lieben, ich wünsche euch für heute nochmal einen wunderschönen Tag. Und da oben ist dann die Kreuzkapelle, das sieht man, da gehe ich dann die nächsten Tage nochmal hin. Die habt ihr aber schon gesehen in so einigen meiner Videos. Da lasse ich euch dann auch nochmal einen Blick drauf werfen auf die Kreuzkapelle. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich melde mich die nächsten Tage bei euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Uwe.